Und damit herzlich willkommen zurück zur Play-In-Phase und tatsächlich dem letzten offiziellen Tag der normalen Play-In-Phase, denn wir haben den Step jetzt fast geschafft, dass wir Richtung, naja, Knockout-Stage quasi gehen können, wo dann von 8 Teams 4 insgesamt nur weiterkommen bis zur großen Ehre, bis zu dem Feld, bis zu dem Showfield, das man erreichen möchte. Nämlich den Worlds. Ja, auf jeden Fall. Wir nähern uns, pushen uns dann. Damwon Gaming ist auf einer sehr guten Leistung bisher aufgetreten. Oh, so gutes Deutsch sprechen. Und sie können auf jeden Fall, denke ich, auch gleich hoffentlich nochmal überzeugen und sich dann auch den Gruppensieg sichern. Klar, wenn sie das Spiel gleich abgeben, dann wackeln sie vielleicht nochmal. Dann gibt es vielleicht sogar einen Tiebreaker. Ach, du musst einfach an das Riot-Skript glauben. Das Riot-Skript, das wird uns ja... Was sagt Damwon, wird zweiter und spielt gegen Hongkong Attitude? Wäre auf jeden Fall was. Also ist auf jeden Fall steht klar, dass jetzt Royal Youth richtig zittern muss. Denn Damwon, sollten sie jetzt gewinnen, ist Royal Youth noch nicht draußen. Sondern sie sind draußen, wenn Flamengo gewinnt. Richtig. Wie dem auch sei, auf geht's in die nächste Big- und Bann-Phase. Sie sind schon einige Banns. Pantheon wie immer draußen, Syndra's Flex ebenfalls. Draven ist ein Target-Bann gegen Britt. Und der gute Robo pickt hier schon mal Nico. Auch Nico in Flex-Pick für Mitte und Top. War zeitweise sogar auf der APC-Position zu sehen, aber das ist eher schon länger her. Ryze und Lee Sin finde ich aber interessant. Mit Ryze haben wir auf Nuguri wieder einen sehr starken Pick. Aber auch Showmaker spielt das durchaus. Canyon ebenfalls mit einem absoluten Comfort-Pick Lee Sin ausgestattet. Ja, der gute Ryze, den habe ich bisher so ein bisschen vermisst am heutigen Tage. Ich hatte ihn tatsächlich vor den Worlds gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Muss aber auch sagen, dass man Ryze eigentlich zu jedem Worlds auf dem Schirm haben sollte. Er ist immer wie ein Champion, der pünktlich zu den Worlds wieder zurückkommt und sein Comeback erlebt. Und der auch in den ersten Tagen, finde ich, gut Punkte gesammelt hat. Also ich glaube, Ryze wird auch später für die Gruppenphase eine noch viel bedeutende Rolle zugespielt werden. Ja, kann gut sein. Ja, meinst du damals so, dass Ryze auch gerne mal gebufft wird nochmal vor den Worlds? Wer weiß? Lee Sin, bei dem ist es ja ebenfalls Corki, hatten wir auch lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, einmal wurde er schon in der Play-In-Phase ausgepackt. LeBlanc fände ich deutlich besser, aber war wird halt alles. Ja, nicht blind. Also wenn du jetzt LeBlanc... Zack. Das Problem ist mal, wenn du so eine Midlaner wie LeBlanc blind pickst, hast du einfach den Nachteil, dass du noch sehr wohl Counterpicks dafür hast. Mhm. Galio, Lissandra etc. pp. Sind super langweilige Champions, aber sind leider sehr effektiv gegen Assassins, ja, weil sie ihnen keine Kill-Pressure geben. Und gleichzeitig würdest du den Flex-Pick mit dem Ryze nehmen, weil er ist ja immer noch theoretisch auf der Mitte und auf der Top-End spielbar. Deshalb sollte man hier, ich denke sogar darauf, sich berufen, die Midlaner oder Toplaner gegebenenfalls erst zuletzt zu picken auf Damwons Seite. Ich finde es halt interessant, dass wir jetzt das allererste Mal Nuclear nicht auf Kaiser sind, sondern wirklich auch mal auf der Xayah. Sind wahrscheinlich wirklich die normalen AD Carries momentan auch zu präferieren. Jetzt nimmt man halt erstmal noch ein paar Supporter raus. Thresh zum Beispiel, du willst nicht gehookt werden. Nautilus ist aber auch noch eine Option, ne? Bann den Rakan. Ja. Also wenn sie jetzt den Rakan nicht bannen, dann habe ich da kein Verständnis für. Mal gucken. Sie haben ja auch gleich noch den First Pick. Also sie müssen Rakan bannen. Ich muss aber auch sagen, mir würde Nautilus auch gefallen. Also ich finde, Nautilus Xayah ist auch durchaus eine Lane. Man spielt aber, man bannt ihn sogar selber raus. Ich finde allgemein, Xayah hat sehr, sehr viele Synergien mit vielen Champions. Du kannst Xayah auch ziemlich gut mit Morgana spielen. Auch das unterschätzen immer viele. Weil du ja normalerweise auch Kaiser zum Beispiel mit HCC kombinieren möchtest. Morgana hat genau dem direkt vorbeugt. Und ein Binding von Morgana, das trifft und du hast einen ziemlich sicheren Kill auf der Botlane. Also da muss man immer so ein bisschen vorsichtigen Fußes unterwegs sein. Ich finde es halt spannend, dass man wirklich auf der Seite von Damwon Thresh und Nautilus, also beide Hook-Champions, rausgebannt hat. Und Yumi ist aufgeblieben. Die Katze, natürlich. Die Katze also mit dem Vogel auf der Bot-Side. Verstehen sich normalerweise nicht ganz so gut, aber in dem Fall dann mal doch. Naja, aber die Synergie ist nicht die beste zwischen beiden Champions. Ich habe mich ja über Yumi schon so ein bisschen ausgelassen, dass ich sie auch nach den harten Nerfs, die sie auf ihrem Slow bekommen hat, immer noch sehr gut competitive viable ist. Und die Antwort findet man hier anscheinend mit Pyke. In LCK, in der koreanischen Liga, gab es halt über den Splitback teilweise sogar die Antwort auf Yumi mit Volibear-Support. Ja. Also da gab es wirklich so ein paar Kuriositäten. Aber ich denke, Pyke ist ja auch ganz gut, weil Pyke ist ja jemand, der normalerweise einzelne Ziele rauscatcht. Wenn du aber in dem Fall ein einzelnes Ziel rauscatcht, hast du gleich zwei. Genau. Und Yumi hast du auch mit einer Angel. Vor allem, du hast wieder nochmal einen Supporter gefunden, der doch noch einen Hook hat. Mit Irel, die hat man jetzt auch nochmal einen starken Split-Pusher. Ich muss auch sagen, mit Nico Irel, je nach Bild, könnte man ja auch ein sehr, sehr gutes 1-3 einspielen. Kaiser wie auch Rek'Sai und auch Pyke können sich hervorragend zwischen den Split-Pushern Lanes bewegen. Das ist schön, was Flamengo hier einfach macht. Sie haben jetzt mit Nico und Irelia einen Fall geschaffen, wo sie einfach mit beiden zwischen Top- und Midlane hin und her rotieren wollen. Weil normalerweise willst du Nico in das Ryze-Match abstellen. Irelia ist nicht ganz so potent. Mit Irelia brauchst du eher die Jungle-Pressure auf deiner Seite, ansonsten wird es ein bisschen schwieriger. Oh. Und Damwon muss jetzt offenbaren, wer wohin geht. Das ist keine LeBlanc Top-Lane, sondern es ist eine LeBlanc in der Mitte. Damit können sie jetzt Nico einfach auf die Top-Lane setzen und können safe Irelia in die Mitte setzen. Ich denke aber trotzdem, dass LeBlanc eine relativ gute Antwort auf Irelia darstellt. Ja. Ich muss auch sagen, es gefällt mir generell. Also ich finde beide Drafts sehr schön. Ich finde Flamengo hat sehr rund gedraftet. Können hier sehr viele Möglichkeiten machen. Aber Damwon eben auch. Sie haben hier ein sehr gutes Scaling mit dabei. Mit Ryze, mit Xayah, hervorragenden Wave Clear. Also selbst wenn es mal nicht laufen sollte, können sie einfach Tempo rausziehen ohne Ende. Aber gleichzeitig haben sie auch ein 1-3-1, was sie spielen können. Über LeBlanc und Ryze ab dem Midgame.
Ich glaube, das Problem wird einfach sein, dass bei Flamengo überhaupt keine Frontline vorne ist. Die haben jetzt nochmal geswappt in den letzten Sekunden. Okay, es bleibt doch dabei. Also anscheinend wird sich Irelia aus dem eher schlechteren LeBlanc-Matchup dort befreien. Und setzt dafür Nico in ein potenziell besseres Matchup gegen LeBlanc, aber dafür haben sie halt dieses Nico-Rice-Matchup nicht mehr auf der Top-Lane. Und bei Irelia ist das Problem, sie reduziert ja mittlerweile auf ihrem W nicht mehr den magischen Schaden, kann also sehr gut geburstet werden. Und hier komme ich wieder zum Thema, was ich gerade angesprochen habe. Ich finde, sie haben sehr, sehr wenig Tankiness mit dabei. Ja. Also klar, sie haben so ein bisschen Lebenspunkte-Pool, haben sie, über Irelia, über Rexxer, den man sich so ein bisschen teilt. Ja, aber es sind keine Full-Tanks. Ein Rice, eine LeBlanc, die werden im Mid-Game bis hin zum Late-Game so viel Kill-Pressure haben, dass es halt nicht mehr relevant ist, dass die Sinn zum Beispiel scaling-mäßig hier abfällt. Ich denke, je länger das Game geht, desto mehr Kill-Pressure landet einfach auf der Seite von Dam Wong und desto schwieriger wird es zu spielen. Natürlich, LeBlanc ist auch kein einfacher zu spielender Champion. Sie hat hier gerade auch mit Rek'Sai eine sehr große Bedrohung. Wenn Rek'Sai zum Beispiel undasht und sie eingebuddelt ist, dann cancelt sie deinen Dash und hält dich direkt im CC. Also auch das ist nicht ganz so einfach. Und vor allen Dingen sollte Dam Wong sich hier bewusst sein, jetzt wo die Irelia Toplane gegen Ryze gepickt wurde, wird Rek'Sai nur zwischen Mid und Top spielen. Also die Toplane-Pressure wird gigantisch sein. Wenn man da Ryze nicht versucht zu punishen, macht man auf jeden Fall was falsch. Oh ja, aber ich glaube, mit Lee Sin hat man eine Antwort gefunden, um das Ganze ebenfalls auszuspielen. Wie gesagt, ich finde eine Xayah auf der Lane zum Teil dominanter als ein Kaiser, je nachdem, beide haben unterschiedliche Stärken, darf man hier muss man nochmal sagen, aber je nachdem, wie die Botzeit läuft, kann man es sich vielleicht nicht erlauben, nur die Topzeit so hart zu fokussieren. Wir werden sehen, wie das Spiel läuft, die sind auf jeden Fall drin, im letzten Game für uns heißt. Ja. Eventuell, ich weiß eventuell, nicht, wenn das jetzt zu schnell ist, vielleicht kriegen wir dann auch noch ein viertes, was aber auch vollkommen okay wäre. Also heute sind wir wirklich schnell unterwegs. Das sind so diese typischen Dambon-Games. Die gehen immer so 10, 15 Minuten, ist so ein bisschen der Wackelpeter mit drin. Und danach geht's klar in eine Richtung, nämlich in Dambons Richtung. Die holen sich da die Games immer relativ zügig. Die Botlane ist sehr interessant. Über Kaiser, über Pyke hat man da auf jeden Fall eine aggressive Antwort gefunden. Allerdings muss man auch sagen, dass Yuumi halt Sustain bietet. Pyke und Kaiser haben null Sustain für die Lane. Ja, muss man auch immer im Auge behalten. Ich finde es halt auch immer wieder interessant, dass man mit Beryl, also mit der Yuumi, halt immer noch zwei aggressive Summoner Spells mit dabei hat. Du brauchst den Flash nicht, das gleicht diesen Teleport immer nochmal doppelt aus. Es sind so ein paar unangenehme Sachen bei, über die Flamengo sich erstmal hinwegsetzen muss. Das erste Spiel wirkte ja, war glaube ich das spannendste Spiel in der Gruppe mit Damwon, weil Flamengo einfach im Hinspiel mit am besten gegenhalten konnte. Am Ende sind sie aber auch untergegangen. Ja, ich glaube, das ist aber manchmal auch so ein Ding. Meine Damwon hat ja schon ganz klar geäußert, hey, wir sind Erster, da wird auch nichts dran irgendwas ändern können. Und vielleicht ist man da auch ein bisschen zu cocky an die Situation rangegangen, dass man halt einfach schichtenergreifend Flamengo unterschätzt hat. Und jetzt sollten sie da auf jeden Fall informiert sein, dass auch ein Flamengo gut spielen kann. Oh, Nogui macht das ja auch schon auf Level 1 ganz nett. Robo da schon einiges an Leben verloren. Ja, das 1 gegen 1 für Irelia im Early auch nicht schön. Das ist halt ein Melee gegen Range Matchup. Ja. Irelia möchte um All-In gehen. Ryze hat zum einen einen guten Movement-Speed-Vorteil über einen Face-Rush, wodurch man den Stun relativ gut dodgen kann von Irelia und du kannst deine Combo nicht verfehlen. Du drückst einfach EW, dadurch ist der Snare auf Irelia, sie kann nicht reduzieren und kriegst deine ganze Combo durch. Und sie ist Melee. Sie muss ja vor deiner Nase tanzen. Sie kann diese Combo nicht vermeiden. Interessant ist auch, dass Rexxer hier diesmal wirklich für den ganzen Fullflieger jetzt hat die Golems gemacht. Red Buff ist jetzt an den Raptoren. Bin gespannt, ob er das Topset außen durch sind oder ob er einen Gank einbaut. Ganz wichtig auch, wenn wir jetzt uns die Jungle Paths angucken, Lee Sin hat beim Blue Buff angefangen. Das ist normalerweise ungewöhnlich für Lee Sin, aber wie ich schon gesagt habe, das ist hier eine Lane-Konstellation, deshalb fängt Rexxer auch beim Red Buff an, wo du normalerweise als Rexxer im Top-Lane spielen möchtest, um die Immobilität und die lange Lane von Ryze punishen zu können und Irelia so ein bisschen den Vorteil in dem Matchup zu geben. Und Lee Sin fängt unten an, damit er genau das halt einfach mirrorn kann, dass er halt auch Top-Sate covern kann. Das ist halt so smart gerade, ne? Shrimp weiß das natürlich auch, aber er geht hier sogar für den kleinen Minion-Welt, will jetzt hier für den Gank gehen und das weiß Noguri nicht. Also man hat den Full-Clear gemacht, aber jetzt schleicht er sich von hinten an. Jetzt wird er allerdings durch den Ward gesehen, Lee Sin auch in der Nähe, wird er vermutlich durchlaufen. Das könnte nochmal ganz eng werden. Oh, er hat den CC. Und jetzt kommt Lee Sin, Flash Engage nochmal. Kommt man da noch rechtzeitig? Nein, nicht rechtzeitig da. Und Lee Sin geht hier für das 1 gegen 2 nochmal rein. Die Minions spielen für ihn, aber am Ende nicht ganz sauber gewesen, wieder zu spät. Damwon Gaming gibt mal wieder First Blood ab. Tja, Shrimp hat das auf jeden Fall sehr schön gemacht. Er ist invaded, hat noch diese kleinen Fußstäpselchen von Lee Sin gesehen, hat auch sofort Fragezeichen gepinkt. Hey, Lee Sin geht nach unten raus. Kenyon hat es halt von der Theorie her nicht schlecht gemacht, aber hat zu lange gebraucht, um nach oben zu perfen, weil er Rek'Sai eher im River vermutet hat und nicht damit gerechnet hat, dass sie durch seinen eigenen Jungle durchmarschiert. Dadurch könnte man halt rechtzeitig auf die Toplane kommen, wurde auch sehr, sehr spät in der Ward erst gespottet, weil er quasi hinten durch diesen Tri-Wash durchgelaufen ist. Ja. Und für Ryze ist dann halt etwas zu spät. Ich glaube, Noguri hätte auch früher flashen sollen. Also auf jeden Fall. Ich glaube auch, wenn Kenyon irgendwie sein W auf Noguri durchgebracht hätte, dann wäre der Fight vielleicht nochmal komplett geswappt. Ja. Weil dann ist Leader bringt mal eine Menge Damage mit. Und dadurch Rexxer jetzt deutlich vorne.
Aber Farmtechnik natürlich trotzdem eine Katastrophe. Lee Sin hat es ja gerade so hart gepunished nochmal, dass man sich zurückziehen muss. Da hat die Minions nicht bekommen. Und auch auf der Botseite will man jetzt mal was machen. Steht immer noch Level 3 ist er jetzt unten, aber man kann sich hier obenrum vielleicht runterziehen. Slow trifft dann mal den kleinen Maulwurf und damit hat man sich unten aber gezeigt und Lee Sin vielleicht oben nochmal in der Lage, was zu machen. Ja, die Krabbe kriegt er auf jeden Fall. Ich denke, Irelia da wegzunuken wird momentan schwierig sein. Ein Ryze, der hinten ist, macht jetzt erstmal nicht so viel. Immerhin einer der wenigen Champions, der auch eine Träne schon als Schadensquelle verwerten kann. Das können nicht so viele Champions von sich behaupten. Und zumal er auch eine richtig große gestallte Wave hat in seiner Richtung. Also da will er die Wave erstmal ganz normal annehmen. Diesen Slowpush, da wird er den Farm in jedem Fall bekommen. Dadurch, dass man Rex ja unten gesehen hat, weiß man auch, okay, hier kann man mit einer gestallten Wave nicht für einen Dive gehen. Und eine Guri ist auf der absolut sicheren Seite. Was kennt der Minion? Oh, da ist es. 63 Gold. Ja, die können keine Minions last hitten. Nicht so wie ich. Ja, oder ich. Oder Sola. Lass uns nicht über Sola reden. Das ja, finde ich auch richtig, wenn ich den Namen schon höre. So, aber sonst erstmal jetzt doch wieder ein etwas ruhigerer Start. Wir sehen jetzt erstmal natürlich das ganz normale Laning-Verhalten. Auch wieder das gleiche Red Smite für Lee Sin, Blue Smite für Rek'Sai. Würde einfach ihren Knock-Up vermutlich besser treffen, nochmal die Bonus-Utility mithaben. Aber das Red Smite natürlich auch gegen den Rek'Sai ganz gut. Also wenn du das hittest, bevor eben der Burst rausgeht, dann macht das eben ein bisschen weniger Damage. Aber Red Smite wurde auch vor einiger Zeit ganz schön genervt, meine ich. Ja, das stimmt. Hat aber auch vorher ein bisschen zu große und zu gute Duellqualitäten gehabt. Gefühlt hat es ja gar keinen Schaden danach mehr gemacht. Ich meine, jetzt selbst die 20% sind halt schon eine Menge, was fehlt an Schaden. Ja. Ah, Shrimp, da wieder auf der Botseite. Kann halt für ganz besondere Ganking-Routen gehen. Oh, muss ich ja nur noch durchgehen. Barry ist ebenfalls da. Jetzt sieht man allerdings den Maulwurf. Man flasht da nochmal hin und die Sin ist halt wieder eine Sekunde zu spät. Nuklear ist down. Nur Barry überlebt das Ganze. Und das macht Shrimp gerade einfach besser. Das liegt aber auch so ein bisschen an der Vision-Kontrolle, muss ich sagen. Man hat Rek'Sai hier nie auf dem Schirm. Sie schafft halt immer an den Wards vorbeizuperfen, ist immer ungesehen. Und deshalb reagiert Kenyon auch nie. Kenyon ist ja immer so, der ist einen Meter weit weg, der könnte jederzeit eingreifen, wenn er halt einfach nur die Info hätte, dass es so passiert. Und da muss man vielleicht auch so ein bisschen die Vision-Kontrolle von Dumbwon kritisieren. Ja, Kenyon will da nichts mehr machen. Geht jetzt in den Jungle rein. Der Red Buff von Rek'Sai gleich da, aber Rek'Sai schon Level 5 auch. 2 Kills mit dabei. Ich weiß nicht, ob Lee Sin das wirklich noch duellieren möchte gerade. Lee Sin hat dafür den deutlichen Farmvorteil. Aber 2 Kills, wenn du Early Lanes nach vorne bringen kannst, beziehungsweise die gegnerischen Lanes nach hinten schmeißt, kann man ja aus beiden Perspektiven betrachten. Dann ist es, denke ich, noch ein bisschen mehr wert. Und Rek'Sai ist eben dieser. Ich liebe Rek'Sai so sehr. Und ich finde es so schade, dass sie so lange ignoriert wurde. Fürs Early Mid-Game ist sie einfach einer der besten und auch der einfachsten Champions. Also sie ist halt, sie hat ein spezielles Pathing. Du kannst halt viel besser ganken als mit anderen Junglern, weil du halt einfach viel deutlich andere Routen nehmen kannst. Ah, ich dachte gerade, ne? Und du hast quasi auch ein sehr, sehr gutes Snowball-Potenzial. Weil bis zum Mid-Game hin, wenn du deinen Warrior erstmal fertig hast, du one-shottest Gegner fast in einer Combo. Die werden hochgeworfen, kriegen 2 Autotacks ab, du hast volle Wut gestackt, kriegst den eh halt in massivem Ausmaße durchgeburstet. Na, wenn dann einer flasht, dann holt es einfach hinterher. Okay, er hat sich nochmal die Krabbe geholt. Ist noch Level 5. Beide Jungler müssten aber zeitnah jetzt Level 6 erreichen mit den nächsten Camps. Und Shrimp geht halt schon wieder für den Invade. Also er ist halt wirklich unglaublich aktiv gerade im Jungle von Lee Sin. Will ich jetzt sogar die Raptoren sichern. Das könnte sogar sein Level 6 bedeuten. Na, wobei, ich glaube, es reicht, nee, reicht nicht. Da braucht noch ein Camp. Er braucht noch ein Camp. Da fehlt ihm noch ein bisschen an XP. Aber eventuell findet er da oben gleich die Crux noch. Und dann kann er mit Level 6 direkt Toplane mit wegholen. Weil er sollte gleich für den Gank gehen. Pike wartet nämlich schon in den Startlöchern mit der Rotation Richtung Toplane. Botlane ist gebackt. Nuguri weiß, was auf ihn wartet, aber hat kein Flash. Oh, schön getan. Kein Flash, genau. Jetzt geht's da rein. Knock-up trifft und damit wird Nuguri sich hier wieder verabschieden. Und dieses Mal ganz wichtig, der Kill für Robo im direkten Matchup. Das ist halt einfach perfekt getimed, dass sie wissen, dass er sein Flash immer noch auf Cooldown hat und sei es plus 10 oder 15 Sekunden reicht vollkommen aus, um so einen Kill locker durchzubringen. Ja, dann waren wir mit Riesenproblemen bis jetzt. Wir werden komplett outrotiert. Also wirklich auch der Roam vom Supporter, du hast es schön angesprochen, wirklich gut. Jetzt will man hier auch Canyon Tower Dive. Der ist noch Level 5. Ist zwar sehr mobil, aber der Teleport geht hinterher. Und er soll das nicht überleben. Der nächste Kill für Flamingos. Und dieses Mal für den AD Carry. Wunderschöner Lane Swap. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum er da alleine stayt. Er weiß doch, dass sie alle Top Lane sind. Was hat er erwartet, dass sie ihn einfach verschonen? Weiß nicht, aber es snowballt gerade ziemlich hart gegen Dumbwon. Ja, und ich glaube auch, dass das türkische Team gerade so ein bisschen Pipi-Schön im Auge hat. Weil wenn, vorausgesetzt, und Flamengo war auch schon mal im Early vorne und haben hinten raus trotzdem verloren. Das stimmt. Wenn Flamengo das gewinnt, ist Royal Youth draußen. Ja. Aber natürlich, noch ist hier nicht Ende Gelände. Man hat noch Möglichkeiten zurückzuschlagen. 2000 Gold sind trotzdem erstmal ein sehr angenehmer Wert. Lee Sin hinten, Ryze hinten.
Da war man einfach immer eine Sekunde zu spät, zu reaktiv. Du hast die Vision-Kontrolle angesprochen. Das hat Flamingo einfach deutlich, deutlich besser gemacht. Und damit ist man jetzt auf jeder Position so ein bisschen im Spiel. Nur Nico braucht noch ein bisschen. Aber das ist, glaube ich, völlig fein. Ja, ich meine, theoretisch, wenn dein Team am Carryen ist, kannst du dich auch so ein bisschen zurücklehnen und relaxen. Ja, bisher war aber immer Goku so halt ihr Carry im Team. Er hat 30% vom Schaden ausgerichtet. Also, das verstehe ich nicht, warum Lee Sin da stayed. Er hat sogar noch Glück, dass er Level 6 mitten im Kampf erreicht. Das macht ja auch keinen Unterschied. Natürlich von Robo auch ein wunderbarer Stun, der gesetzt wurde. Er hat ihn quasi in seiner W-Animation direkt weggestunt. Und BRTT, der kann gleich oben bleiben. Dadurch, dass jetzt der Drache eh nicht so viel wert ist und der Herald bald spawnt, können sie unten crossmap-mäßig nicht viel verlieren. Finde ich auch gut. Dadurch, dass er eh schon hochgeportet ist, hat er die Position dort. Warum also nicht? Keine schlechte Voraussetzung. Ihr seht schon, drei Leute, Robo, BRTT und Shrimp, die momentan dort die Zahlen anführen in Sachen Gold. Ja. Canyon hat halt auch super wenig Gold aktuell. Ist halt wirklich 1000 Gold behind im direkten Vergleich. Und die Krabbe sollte hier eigentlich auch an die Flamingos gehen. Also die sind halt wirklich jetzt spielbestimmt. Und das ist aber eine interessante Sache. Ist dann, wenn ihr wirklich für den Drake geht, Rexer ebenfalls Botlane, also ein Crossland-Play für den Harold noch nicht das macht, optimal. Das wollte ich gerade sagen, das macht nicht viel Sinn, dass Shrimp jetzt Botlane ist. Normalerweise sollte er Topside gehen, wenn man weiß, man ist geswappt, man hat die schwächere Position auf der Botlane, um dort halt direkt den Harold zu forcen. Da ist er jetzt so ein bisschen hinterher, aber wahrscheinlich macht man sich jetzt Richtung Harold auf. Ja, man selber rotiert jetzt Botlane. Also Damwon geht hier eigentlich fürs Crossland-Play. Ich glaube, sie predikten auch eher den Harold gerade durch den Lane-Throw auch von ihnen. Ah, das ist aber so schade. Also Shrimp hat hier gerade so viele Möglichkeiten gehabt. Entweder er geht hoch, sie forsten den Herald mit der geswappten Lane, oder er bleibt jetzt unten, um den Turm zu beschützen. Weil jetzt, klar, er geht jetzt nochmal nachträglich hoch, aber einfach mal mit einem Delay von einer Minute und kann unten den Tower Dive im Zweifelsfall nicht abwenden, wodurch hier Robo den Turm einfach aufgeben muss. Ja. Also das Makro-Game lässt da gerade im Jungle so ein bisschen zu wünschen übrig. Das war einiges an Gold jetzt nochmal für Damwon, die sich hier wieder ranpirschen. Und natürlich kannst du den Harold jetzt auch sehr schnell einsetzen, kannst ebenfalls Topside den Harold einsetzen, das wäre der sichere Turm, aber ich glaube, es macht schon fast mehr in der Mitte Sinn, um dann nochmal Bonusplatten zu bekommen, weil die Topside ist halt schon fast weg. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, auf Platz kriegst du ja auch bloß so zwei Platten mit dem Harold, nimmt man da nicht lieber einen ganzen Turret. Aber ja, wenn du einen Midlane-Turm, wenn du da vier bekommst und da einen signifikanten Unterschied rausspielen kannst, dann wäre auf jeden Fall mehr wert. Du hast halt auch noch ein bisschen mehr Zeit, ne? Also du hast die Irelia ja schon vorne, du kannst vielleicht nochmal nach oben rotieren dadurch. Den Turm so schon nehmen und dadurch eine Rotation auch in die Mitte erfolgen lassen. Mal abwarten, wie die Flamingos das hier gleich ausspielen werden. Mit dem Harold haben sie auf jeden Fall Möglichkeiten, aber muss den Harold eben, du hast gerade so schön gesagt, erstmal überhaupt gut einsetzen, weil wir haben auch schon Harolds gesehen und du denkst, ja. Ja, ich glaube aber, das ist halt, wenn du so ein aggressives Team hast, die halt wirklich für die Kills spielen und du nochmal so ein Play durchbekommst, dann kann er schon wirklich massiv viel wert sein. Auf der anderen Seite, Rise and Rod of Ages fertig, dadurch jetzt auch einen relativ gesunden Lebenspunktepool. Wird ein bisschen tankiger, vor allem auch schwieriger zu diven. Aber ich finde den Swap jetzt auch von Damwon sehr schlau, weil auch sie wissen, okay, Topside fast down, hier sind noch Platten, wir können jetzt Topside rotieren und Flamingo will das Ganze beantworten, Pike ist in der Nähe, wird er sogar nochmal reingehen, auch Goku kommt jetzt nochmal dazu und der hat eine Ultimate im Gepäck, aber Pike ist halt einfach weggeplatzt, Lee Sin. Cute ihn einfach zu Tode und jetzt ist auch Showmaker da, man hat die Überzahl, jetzt geht die Ultimate nochmal raus und der Nico, aber das könnte zu spät sein, auch Brit muss sich da nochmal irgendwie in Sicherheit bringen, die Ryzen geht hinterher, man will diesen Kill, Bats, Noguri schlägt zu und damit holt man sich dieses Game zurück, verliert aber den Turm mit allen Platings unten. Ja, aber ich glaube, sie werden auch fast alle Platings dafür oben noch bekommen, oder? Sie haben noch anderthalb Minuten Zeit, drei Leute gerade abgeholt, also hier auch. Da weiß ich tatsächlich nicht, was sich Luki dabei gedacht hat, auf eine Xayah zu engagen. Er hat sein Flash, glaube ich, auch noch nicht parat gehabt, macht aber auch keinen Unterschied. Er kann sie niemals dann, wenn sie sofort ultet, wird von Yumi danach gepunished, weil er geht ja mit seinem einzigen Escape-Spell, mit seinem Dash rein. Aggressiv. So, na klar wird sie ulten. Und danach wird er einfach gewone-shottet. Welch eine Überraschung. Also hier hat man sich einfach zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, mir meinte Harold noch einen zweiten Shot durchgekriegt und sehr viel Damage am T2 zum angerichtet. Also, da, keine Ahnung, da kannst du als Pike nicht so reinmarschieren. Das funktioniert einfach nicht. Er wusste natürlich, Goku kommt aus der Seite heraus, aber dann muss er auch auf Goku warten. Und jetzt wird Goku einfach gesandwiched, weil er helfen wollte. Der Gegner hat aber oben den Kill bekommen, ist da jetzt in einer Überzahlsituation und LeBlanc ist ihm auf die Fersen. Normalerweise muss er das Play initiieren von oben und muss dann quasi über den Turret wieder in Richtung Safe Spot marschieren. Ja. Ist hier nicht passiert, man hat drei Kills abgegeben und damit auch einen sehr großen Vorsprung. Oh ja, Lee Sin hat sich zurückgekämpft, Ryze ist auch zurück im Game. Hat hier so übrigens immer noch mehr Farm als Robo immer noch im Gepäck. Immerhin hat Robo sich jetzt hier direkt auch für Wits Ends entschieden, geht jetzt erst auf Trinity Force. Kann man machen.
muss sagen, ja, aber Golde Bretz, die spiegelt auf jeden Fall das Game ganz gut wieder. Guter Play, der dort von Flamengo kommt und danach schlechter Play, der von Flamengo kommt. Und auch Goku wird halt ganz schön hier weggedrückt. Also wenn irgendeine Position gerade schwächelt, Q-Spell trifft, Flash geht raus. Man überlebt das Ganze und Kenny muss da jetzt irgendwie sich rausliegen. Rek'Sai allerdings Topside, da will man weiter Druck machen. Da ist man gerade zu zweit. Teleport nicht zur Verfügung, nur auf Nuklear, aber der ist da oben schon. Und bitte nicht versuchen, die Xayah zu diven. Das wäre auch wieder so ein Kek-W-Moment. Ja, Teleport. Von Nico jetzt nach unten, in die Mitte. Wie gesagt, Flash hat sie gerade verloren. Und ich finde, Damwon hat sich gerade die Kontrolle auf der Karte wieder deutlich zurückgeholt. Ja. Also sind zwar immer noch goldtechnisch hinten, aber das merkt man gar nicht. Also überhaupt. Tatsächlich von der Kontrolle her, finde ich, aber es ist bisher so das Game, wo sie mit am schwächsten aufgestellt sind. Liegt aber auch daran, dass sie den Harry verloren haben. Tower Dive geht jetzt aber allerdings raus. Sie wollen spielen. Ultimate von Xayah allerdings draußen. Man will es wirklich. Tower Dive, der Turmschuss geht raus. Pike ist down, aber die Xayah hat es erwischt. Zack, zwei Kills für sie. Aber es sind 2-2 Trade bei einem aktiven Tower Dive. Das willst du überhaupt nicht. Das waren 4-2 und zwei Leute muss man noch abgeben. Das ist für die Map katastrophal. Ryze wird unten komplett reinpushen. Die Midlane Turret wird man abgeben. Auch Yumi ist mit nach oben rotiert. Könnte auch den Turm niemals halten. Also ja, klar, sie kriegen den Turm jetzt hinten ran, aber dafür ein 2-2 für so ein hohes Investment und dafür ein Mid-Turret abzugeben, ist es halt niemals wert. Ist aber auch schön, dass ich eben noch gesagt habe, bitte versuch dich die Xayah zu diven und direkt prompt, bap, gib ihm. Wo ist die Fiesta-Musik, wenn man sie braucht? Dip, 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 dip. Ganz so schlimm ist es jetzt noch nicht, ja, aber ich denke einfach, dass das in vielen Szenarien der Play-Gedanke einfach nicht der richtige ist. Dass man hier einfach zu hart forcen möchte und die Situation nicht perfekt einschätzt. Ja, hier kann man auch von Glück reden. Hat Xayah ihn eh schon vorher genutzt gehabt, einen Wave zu clearen? Weil wenn hier nach ihrem Ultimate nochmal der E kommt, ne, dann ist halt sofort einer Tor. Aber Luki kriegt nochmal den Turmschuss hinterher, ist natürlich ein bisschen unglücklich, aber währenddessen hat der Turm auch schon einiges an Schaden aufgebaut. Ja. Das war halt auch echt knapp, dass man da nicht sogar 3-2 rausgeht auf Seite von Flamingo. Ja, und ich glaube, das wird auch nicht mehr lange dauern, da dann wird bei Beryl dort einfach noch ein Soulstealer kommen und dann sind solche Kills für Yumi auch extrem viel wert. Ja, definitiv. Man muss halt auch sagen, Nuguri kommt ja auch mal besser ins Spiel. Er hat jetzt seinen Rod fertig, geht hier Richtung zweites Item. Das finde ich übrigens krass, dass man trotz des Heralds gleich viele Plates bekommen hat. Ihr habt jetzt gerade schon gesehen, bei Flamengo war mehr Gold im Spiel. Mhm. Jetzt werden direkt die Mathematiker kommen, beide gleich viel Plates genommen, aber unterschiedlich viel Gold. Liegt einfach nur daran, dass halt, wenn die Plates fallen und niemand in der Nähe ist, gibt es auch kein Gold dafür. Man braucht also so einen gewissen Radius, in dem man drinstehen muss. Und in dem Fall sind halt das ein oder andere Plate down gegangen, ohne dass jemand in der Nähe stand. Ja, das passiert immer mal wieder natürlich. So, die ersten Items sind jetzt überall fertig. Loons auf na LeBlanc kann auch nochmal ganz schön wehtun. Muss halt echt sagen, Goku, der bisher der Carry war hier wirklich für sie. In dem Spiel ein bisschen an die Wand gedrückt. Aber ich muss ja auch sagen, die Solo-Laner von Jump on Game zeichnen sie aus. Also wirklich, Canyon, der dann um diese Solo-Laner herumspielt, meistens auch im Showmaker oder Nuguri dann eben, dann tut das verdammt weh. Und Nuclear und Beryl zeigen sich aber, finde ich, auch wieder von einer etwas besseren Seite. In dem letzten Spiel hier will man nochmal hinterher. Robo da ganz allein. Ryze Ultimate geht nochmal hinterher. Lee Sin hat da einiges an Damage im Gepäck. Zack, Nuguri holt hier wieder den Kill ab. Und damit kann man sich jetzt vielleicht auch die Toplane sichern. Ja, Ryze, der musste bisher einiges erdulden in dem Game, hat aber trotzdem seinen Weg jetzt reingefunden mit 2 Kills. Aber wenn fast 2 Items, die fertig sind, braucht er da keine Angst mehr haben. Vor allen Dingen, wenn der Stab der Seraphen, beziehungsweise der Stab der Erzengel, zur Umarmung der Seraphen später ausgebaut wurde, dann ist ja auch schon eigentlich ein relativ guter Tank. Mit dem Schild, mit dem Mana-Schild mit dazu, mit seinem Passive-Schild dazu. Ich glaube, auf einige Werte. Es gibt vermutlich keinen Champion, der so viel Mana aufbaut wie ein Ryze. Kassadin ja. Vielleicht? Aber kommt halt darauf an, welchen Bild du fährst, ja. Ne? Aber klar, ich meine, Ryze ist ja auch ein Champion, der Mana als Schaden verwertet. Eben. Wenn er kein Mana bauen würde, dann wäre was verkehrt. Ich kann mich noch früher an diese Tank-Ryze-Variante erinnern, wo du mit Frozen Heart einfach gestartet hast. Ich auch. Ach, komplett stupide. Aber du hast trotzdem Damage gemacht. Das war einfach nur frech. Ja. Ah, ja. Ryze war frech. Ryze ist immer noch frech. Er ist schon eine ordentliche Damage-Granate. Oh ja. Je länger das Spiel geht, desto stärker wird der liebe Herr. Ja. Wichtig wäre es eben langsam, dass Robo hier sein Trinity Force fertigstellt, damit er nochmal seinen Power Spike erreichen kann. Hat sich auch für die Mercs entschieden, um da ein bisschen mobiler gegen den Ryze unterwegs zu sein. Generell muss man sagen, sehr viel magischer Damage durch Ryze und LeBlanc im Spiel. Auch Yumi macht ja da ein bisschen Damage. Ja, aber ich finde, der Split, der hält sich da schon die Waage mit Lee Sin und mit einer Xayah dazu. Es ist halt schwierig, sich dagegen natürlich von den Items her richtig zu entscheiden. So, welche Resistenzen möchtest du mitnehmen? Wenn der Split da genau aufgeteilt ist, dann ja. Ist es halt mal nicht ganz so effizient. Wenn du jetzt zum Beispiel nur ein Full-AD-Team hast, da einfach Rüstung gegen zu stacken, ist halt viel einfacher, mit wenig Gold zu erreichen, als sich gegen beide Schadensarten zu wappnen. Aber man will die Kontrolle eben bei man contestet jetzt alles. Showmakers Kettentreffen leider nicht. Und Ryze jetzt übrigens mit einer vollgesteckten Träne, also dieser Moment, den du gerade angesprochen hast, jetzt erreicht. Mal ein netter Spike für ihn von der Tankiness her. Ja, auf jeden Fall.
Man darf natürlich nicht vergessen, dass dieser Schild hier immer ein Schild in Höhe der prozentualen Werte von dem aktuellen Mana gewährt. Ist Ryze also out of Mana unterwegs, ja, dann bringt der Schild ihm auch nichts mehr. Aber das wird bei dem Pool wahrscheinlich eh nicht passieren. Ja, währenddessen versucht Robo da immerhin langsam Druck zu machen. Sollte auch langsam mit dem nächsten Backport, wie gesagt, sein Trinity Force fertig haben. Raxa ebenfalls auch gerade das zweite Item fertiggestellt hat, jetzt den Black Cleaver mit im Gepäck. Also das sind alles nochmal so Punkte, wo man vielleicht mal aktiv werden kann. Goldtechnisch liegt man jetzt aber sogar hinten. Ja, das schon. Aber ich muss auch sagen, das ist das erste Game bei Dam Wong, und ich sag's ja immer wieder, klar, Kills geben sie öfter mal ab im Early, wo wirklich nicht alle drei Lanes Permanent Pressure haben. Ja. Dadurch natürlich, dass das auch das erste Game ist, glaube ich, wo sie relativ zügig die beiden äußeren Türme verloren haben, nicht zuletzt auch über den Herald. Also so eine Lane schafft Flamengo immer nochmal wieder reinzupushen, bevor alles wieder auf ihre Seite kommt. Also das ist das Game, wo noch ein Team bisher am besten gegen Dam Wong aussieht, ja, unabhängig von den Kills. Ja, es war ja im ersten Spiel schon ähnlich, da ist man am Ende dann aber auch so Minute 25 langsam eingegangen, wie so eine Pflanze, die kein Wasser bekommen hat. Deine Pflanzen gehen also noch 25 Minuten ein. Ja. Das könnte auch bei mir passieren. Also meine Lieblingspflanzen sind Kakteen. Ja, nämlich genau aus diesem Grund. So, ich glaube, es geht vielen so. Es geht Richtung Aram. Dann werden wir aber bis die Mitte rauspushen, um den Drachen vorzubereiten. Das ist ein Cloud Drake, damit nicht ganz so relevant. Aber, ne, Dam Wong kann sowieso alles für sich beanspruchen. Warum also nicht diesen Drachen, ja, hier einfach eiskalt forcen? Ist der dritte, ne? Sie haben ja schon zwei Wolkendrachen. Also, das ist halt auch was, wo man Flamingos vielleicht mal kritisieren muss. Sie hatten im Early Game sehr viel Druck auf der Karte, haben aber keinen einzigen Drachen bekommen. Und klar sagt man Wolkendrachen, aber du bewegst dich die ganze Zeit im Spiel. Jetzt will man den für den nächsten Catch geben, geht nochmal hinterher. Half-Life ist der gute Shrimp. Und drei Wolkendrachen, um darauf nochmal zurückzukommen, finde ich schon sehr effektiv. Ich muss sagen, ich finde die auch gar nicht so, Also die Cloud Drake, seitdem sie auch mitten im Kampf da funktionieren. Oh, der nächste Fight los, Autsch. Die verbrennt hier einfach durch das Ignite von Showmaker. Mal wieder ein netter kleiner Kill, und das ist halt der Save für Drake nun hinterher. Ja. Seitdem die auch im Kampf funktionieren, kann das für solche Teamkonstellationen, wo du zum Beispiel einen Ryze mit drin hast, als übelste DPS-Quelle. Aber als jemanden, der halt eher einen Krückstock hat und halt zu Fuß gehen muss, statt irgendwo mit einem Auto zu fahren und sich einfach zu porten, da kann so ein Cloud Drake natürlich schon relevant sein. Kleiner Nachteil, je mehr Cloud Drakes du bekommst, desto ineffizienter werden sie. Ryze kriegt ja sowieso allerhand an Movement Speed über sein Kit noch mit rein, und es gibt quasi einen Soft Movement Speed Cap in League of Legends. Wenn du also bestimmte Werte an Bewegungsgeschwindigkeit überschreitest, wird jede Bewegungsgeschwindigkeit, die du danach bekommst, prozentual reduziert von der Effektivität. Was halt wirklich schade ist, finde ich. Ne, ich finde das gut. Also das hast du ja auch über Champions hier halt wirklich in einer Sekunde überall sein können. Ich finde, man sollte die Wolkendrachen da rausnehmen. Aber dann wären die halt vielleicht wieder so stark. Also, da kommen wir jetzt auch wieder zum Thema. Sie werden oft unterschätzt, ja, aber es liegt daran, dass viele einfach immer bloß Schaden sehen. So, Schaden findet jeder geil. Absolut. So, Schaden, der reinhämmert, ist halt Cagway, das ist übel geil. Den möchte man einfach haben, den möchte man durchbringen, möchte man spammen. Allerdings gibt es auch viele Situationen, wo die quasi Movement Speed erstmal erlaubt, bestimmte Schadensquellen anzubringen. Ryze beispielsweise, der halt einfach besser sidesteppen kann, in seiner Bewegung nochmal am Gegner dranbleibt und nochmal alle drei Spells drücken kann, weil der Gegner noch in Reichweite ist. Ja, eben. Und ich finde es auch rotationstechnisch durchaus relevant. Weil ich meine, manchmal fehlt dir genau so eine kleine Sekunde. Zum Beispiel Lee Sin vorhin, der zu spät war. Wenn der zwei Wolkendrakes hat, wäre er vielleicht rechtzeitig da gewesen. Absolut. Bin ich voll und ganz deiner Meinung. Lernstab. Jetzt übrigens auch inzwischen fertig bei Showmaker. Ja, und jetzt kommt so der Punkt, ich hab's ja vorhin so ein bisschen angesprochen. Oh, es gibt keine richtige Frontline bei Flamengo. Und LeBlanc ist in solchen Szenarien einfach ein Godlike-Champion. Die wird jetzt jedes Mal reindashen, immer direkt jemanden halbieren, wenn nicht sogar direkt abholen. Und wird jetzt das Game auch langsam in die Hand nehmen. Bisher war er so ein bisschen verhalten unterwegs hier und da ein bisschen was abgegriffen mit seinen Rotations. Aber ich denke, Showmaker befindet sich jetzt an dem Punkt, wo er anfangen kann, selber auch für die Plays zu gehen. Definitiv. Ich meine, du hast jetzt auch natürlich auch bei den guten, süßen Flamingos, die immer so putzig durch die Gegend picken, auch ein Power Spike erreicht, aber auf der anderen Seite tut das weh und sowas von. Das darf Lucy hier gerade nochmal erfahren. Das war halt nix, einmal angesprungen, bumm, tot. Das war ja jetzt überraschend, da hätte ja keiner mit rechnen können, dass LeBlanc ab jetzt stark ist. Komisch, ja, ganz, ganz komisch. Und in der Mitte will man jetzt trotzdem nochmal was machen. Währenddessen rotiert man aber bei auf der von Damon sehr schön in den Jungle rein, will jetzt die Mitte unter Druck setzen. Boah, das tut halt so weh. Ich meine, wenn die Ketten hier treffen, kannst du richtig doll für die Plays gehen. Ja, das wird nochmal von Yumi verstärkt.
Das ist ja nochmal so dieser springende Punkt. Yumi und LeBlanc ist auch keine schlechte Synergie, wenn du so ein weiches Gegnerteam hast. Oh, Yumi Ult geht raus, Dopwatch muss von dem Shrimp gezogen werden. Jetzt will man ihn nochmal hinterher, aber der nächste Kill für Showmaker. Und man will den ganzen Fight hier nochmal nehmen. Robo ebenfalls in der Nähe, der Slow geht nochmal raus. Canyon kommt ebenfalls sicher raus, wird sich nochmal im Red Buff hoch rein. Währenddessen platzt hier schon wieder der Support. Und auch Onoguri schnappt sich hier nochmal Goku. Also ist ein Goku, funktioniert hier aktuell noch nicht. Fehlt er die Super Saiyajin-Form, was meinst du? Oh, ich glaube, da wird gar nichts mehr helfen. Oh Gott! Robo, ja, guten Tag, er hat einen Rise-Ult. Da gibt's jetzt nochmal einen Nasher oben rauf und das Ding ist gegessen. Dumbwong wird sich diese Führung hier nicht nochmal wegnehmen lassen. Wieder? Da lege ich mich drauf fest. Aber wieder, kurz vor Minute 20, der Throwback quasi von Flamingo, für die sah es im Early Game so gut aus eigentlich. Aber am Ende Dumbwong zurückgekämpft in dieses Game. Das ist aber so signifikant. Es ist einfach so signifikant und viele Teams haben auch gesagt, okay, wir sind halt etwas mehr bloody heftig, also wir spielen halt wirklich für die Kills, während Dumbwong, die Kills sind denen egal. Und das merkt man auch übelst an ihrer Preparation, also die Voraussetzungen, die sie schaffen. Musst du mal gucken, die Lanes sind alle reingepusht und jedes Mal, wenn sie einen Play durchbringen und für die Catches gehen können und sie draften ja auch relativ gut, kriegen sie sofort Objekte hinten dran. Jedes Mal, wenn Flamengo hier und da für einen Play geht, dann hängt da nicht wirklich viel hinten dran, weil sie halt einfach keine Pushing Lanes haben, weil sie halt einfach nicht in der Lage sind, die Karte für sich zu kontrollieren. Und das ist halt so clever von Dumbwong gespielt. Die spielen einfach Makro auf einem ganz anderen Level als alle anderen Play-In-Teams. Ja, definitiv. 6000 Gold ist man jetzt auch vorne und das ist schon wieder ein Vorteil. Mit dem kann man Dumbwong Gaming fast nicht mehr bezwingen. Auch Onoguri, wir sehen es, er kommt hier langsam ins Spiel zusammen mit Showmaker. Der Damage wirklich nicht schlecht. Man muss ja auch sagen, so ein Ryze, der funktioniert ja jetzt langsam in der Spielphase erst richtig. Ja. Der ist jetzt auch sexy im Game, das stimmt wohl. Hat jetzt hier 3 Items fertig. Rod auf 10 Stacks, Lernstab nochmal oben drauf. Der tut jetzt halt wirklich weh. Tja, aber für Royal Youth jetzt auf jeden Fall einen Moment zum Aufatmen. Sie haben dann die Möglichkeit, nachher gegen Flamengo nochmal zu gewinnen und damit eventuell in den Tiebreaker reinzugehen. Ja. Wenn Damon hier nicht noch reintraut. Aber es sieht gerade nicht danach aus. Es sieht überhaupt nicht danach aus. Also selbst wenn sie jetzt ein Teamfight 0-5 verlieren, ist das Game für sie immer noch vollkommen in Ordnung. Ja. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Und da kommen wir auch wieder zu dieser Lane-Manipulation. Wenn einfach so, wenn du in Fights in deiner Base, in deiner eigenen Base nur gewinnen kannst, dann kommst du halt nicht an die Objekte ran. Die Objekte sind das, worum es in League of Legends geht, nicht die Kills. Ja. Trotzdem muss man auch sagen, dass Dumbwong eigentlich das blutrünstigste Team ist hier. Zusammen mit Loki, wir haben im Schnitt 19 Kills pro Spiel, das sind aktuell die höchsten Werte. Das liegt aber, glaube ich, auch viel daran, dass auch die Teams, gegen die sie spielen, halt sehr aggressiv gegen sie spielen. Ja. Ne? Und da müssen sie es auch irgendwie beantworten. Das sieht im Early immer nicht so gut aus, aber sobald sie ihre Spikes bekommen und sobald sie halt so ein bisschen, ich habe das Gefühl, das ist immer der Knackpunkt, sobald die Karte sich ein bisschen öffnet und sobald die erste T1-Turmreihe gefallen ist, ab da an hat Dumbwong jedes Game unter Kontrolle. Ja. Das ist jedes Mal der Knackpunkt. So, und jetzt sehen wir es auch hier wieder. Ein hervorragender Splitpush. Der erste Inhib fällt durch den Baron. Baron Powerplay von schon 3200 Gold. Damit ist die erste Sideline geknackt. Fehlt eigentlich nur noch die Botzeit. Du hast noch eine Minute Zeit. Also da ist noch dicke Luft. Oh, und der Soulstealer, der hat bei Showmaker auch schon mal 10 Stacks gesammelt. Ja, sie gehen jetzt aber resetten, ne? Das ist halt nur so, holen die Wipers mal ran. Ich glaube, resetten müssen sie noch nicht unbedingt gehen. Oh, alles volles Leben, sie waren erst resettet. Gut, Mana noch mit am Stizzle. Ja. Oh, Showmaker, der kann überall lang gehen, wo er will. Er hat auch einen Blue Buff am Start, also hier ein bisschen mehr Spam. Ist gar kein Problem. Steht auch kurz vor Level 16, da gibt es nochmal einen richtig dicken Power Spike. Ich glaube, er könnte aktuell auch schon mit einer WR-Kombo BRTT wahrscheinlich sogar one-shotten. Ja. Ich meine, Barry ist halt auch die ganze Zeit auf ihm, ne? Es macht halt so viel Sinn, Showmaker zusammen mit der Katze. Die töten halt alles weg. Aktuell zumindest. Showmaker steht hier auf 404, ist total im Saft. Und jetzt will man hier die nächsten T3-Türme angehen. Beide Waves wurden jetzt synchronisiert, auch wenn da nur noch ein Cannon-Minion lebt. Doch das tut eben weh. Guri kann da auch mal wieder noch rangehen. Robo kann sich da nicht entfernen. Aber die Mitte, die wird langsam fallen. Sie wollen das Ganze jetzt auch fallen und der Damage ist halt hier schon hervorragend. Man muss sich zurückziehen. Und das ist der nächste T3-Turm und auch die Botzeit fällt währenddessen alle Türme down. Das ist sowas von clean. Von dem dritten Seed aus Korea gespielt. Das ist eine Machtdemonstration im Late Game. Zack! Der nächste Kill auf Showmaker mit Robo, in die Bock. Und jetzt wollen sie das Ganze finishen. Der geht jetzt von hinten einfach komplett Suicide Mode rein. Oh, aber Nico versucht es, aber kriegt den Damage nicht so ganz raus. Zaya peelt sich ohne Ende. Lee Sin holt sich nochmal den Kill. Und jetzt will man hier den Sack zumachen. Britt lebt da immer noch, steht unter dem Turm, aber der kann da auch nichts mehr machen. Mit Kaiser, die nicht im Saft ist, macht eben nichts. Lee Sin mit dem nächsten Kill. Canyon sagt Dankeschön für die KDA. Und damit kann man jetzt hier dieses Game locker flockig finishen. Aber das sieht halt genauso aus wie jedes andere Game von ihnen. Sie haben so eine harte Dominanz, obwohl sie auch ein paar Kills im Early abgehen, aber es ist nicht der Hauch einer Chance.
um dieses Game zurückzuholen. Ja, aber wunderschön, wirklich. Also im Early Game sah es nicht gut aus. Das muss man hier wirklich nochmal unterschreiben, kann ich alles nur zustimmen. Aber sie haben sich zurückgekämpft. Sie haben Fehler gesehen von den Flamengos, haben das knallhart bestraft, haben Nuguri auf der Topside auch wieder ins Rollen gebracht. Sein Ryze stand ja 0-2 zwischenzeitlich. Immer wieder hat man versucht, die Topside hier abzuholen, aber dann eine Rotationsfehler, ein schlechter Fall und das ganze Game kippt wieder von, ich glaube, knapp 3000 Gold, die man vorne ist, waren auf einmal 1000 Gold behind. Und damit lebt auch für Royal Youth, den aktuell Dritten, noch Hoffnung in dieser Gruppe, die mit einem Win über die Flamengos einen Tiebreaker um den zweiten Platz hier erzwingen können. Damwon Gaming jetzt aber sicher auf dem ersten Platz. Das muss man natürlich auch mal sagen, dass der Ausgangspunkt, den Flamengo hier hat, trotzdem besser ist als der von Royal Youth. Sie haben schon einmal gegen sie gewonnen. Sollten sie nochmal gewinnen, dann ist es gleich klar. Sollten sie verlieren, dann haben sie immer noch dieses Trostpflaster, dass sie in den Tiebreaker erst rein müssen. Aber damit ist auch klar, der erste Slot in dieser Gruppe geht ohne Wenn und Aber an Damwon Gaming. Sicherlich was viele erwartet hätten. Also tatsächlich hätte ich gedacht, dass sie vielleicht so ein Game droppen, aber sie sind ja einfach komplett clean durchgestompt und auch wirklich beeindruckend. Und ich kann es bloß nochmal wiederholen, ich habe das Gefühl, Damwon ist einfach auf einem anderen Level. Ja. Also die anderen Teams können da bei weitem nicht mithalten. Absolut. Bin ich ganz bei dir trotzdem. Finde, habe ich immer das Gefühl, gerade Botzeit, gerade auch im Early Game, ich finde, die ersten 15 Minuten laufen bei ihnen nicht clean. Sie geben dazu viele Ressourcen ab, gerade wenn man sie sich messen will, jetzt mit den richtig starken Teams. Und da sagen ja wirklich viele, und meine persönliche Meinung ist auch, dass sie individuell die Klasse hätten, wirklich mit Teams wie SKT mitzuhalten. Da fehlt so ein gewisses Etwas, so eine Sicherheit auch im Aufbau des Spiels. Da müssen sie einfach noch koordinierter vorgehen, finde ich. So, und jetzt gucken wir uns mal die Predictions an. Wer bitte ist derjenige, der den gegen Damwon gewählt hat? Also wenn da jetzt irgendeiner nicht Damwon getippt hat, I don't know, da stehen aber alle Damwon mit dabei. Ja. Wir sehen es schon. Also Bart ist heute bisher der Einzige, der einmal so einen kleinen Patzer mit drin hatte. Ja, aber so gestern, ich habe von gestern die Tabelle noch im Kopf, die war halt so komplett rot. So, keiner hatte irgendwas richtig, gerade weil Splice halt auch ein bisschen geschwächelt hat, wenn man dieses eine Game noch abgegeben hat. Aber heute sind sich da alle relativ einig. Ja. Na, aber gleich wird es ein bisschen interessanter. Ne? Dann Mega gegen Loki, da sind die Predictions dann auch ein bisschen anders. Mal gucken, da können sich noch mal ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Ja, das stimmt wohl, aber bei Damwon, da war sich jeder einig. Ja, und ist ja auch normal. Ich glaube, das war wirklich die eindeutigste Gruppe, die wir in den Play-In-Phasen, in der Play-In-Phase hatten. Sie ist noch nicht vorbei. Nachher gibt es, wie gesagt, noch ein Spiel. Und sollte der Royal Youth nochmal gewinnen, hätten sie nochmal die Möglichkeit für einen Tiebreaker. Aber absolut, Flamengo hier in der Favoritenrolle, meiner Meinung nach. Da wird es in der anderen Gruppe ein bisschen spannender. Aber gerade auch, also jetzt, wenn es so ein bisschen Richtung, ich sag mal, Knockout-Stage geht, Damwon, was ist dann das für dich, was sie gerade ausmacht? Also abgesehen von dem Makro jetzt, also ist es der Draft, der das überhaupt erstmal möglich macht für sie? Wo liegen die Stärken? Ich finde, bisher haben sie vom Draft her nicht viel gezeigt. Sie können da deutlich mehr, gerade Showmaker und Nuguri haben einen extrem breiten Champion-Pool. Was sie bisher ausmacht, was auch immer in der LCK ihre Stärke ist, sind zum einen ihre Solo-Lane und der Jungle. Der Jungle weiß einfach, sie haben individuell so talentierte Spieler. Sind ja alle 18, 19 Jahre erst, also ihr erstes Profi-Jahr, aber es sind alle Spieler, die wirklich nach den Sternen greifen können von der individuellen Klasse. Aber da muss ich auch nochmal sagen, das Early sah jetzt gar nicht so Jungle Sneaky aus. Also der Gedanke, ich hab's ja zum Anfang so ein bisschen analysiert und erläutert, wie der Gedanke quasi war, wie Lee Sin perfen wollte und warum er halt Topside spielen wollte. Der Spielplan von Flamengo war diesbezüglich auch komplett der richtige. Also das Early ist ja super gut für sie aufgegangen. Und da muss man vielleicht auch nochmal so ein bisschen Rexha hervorheben, die halt einfach wunderbar funktioniert hat und das Early ins Rollen gebracht hat. Definitiv. Wir haben noch ein Interview mit Showmaker, glaube ich, vorbereitet, der hier zum Schluss gut aufgeräumt hat. Mal gucken, was er zu sagen hat. From you guys, but how does it feel to advance to the knockout stage, knowing that every potential opponent is afraid of you right now? 우선 1위로 다음 이제 순서로 올라가신 거 너무 축하드립니다. 이제 많은 팀들이 다 약간 다음을 두려워하고 있는데 소감 한마디 부탁드려요. 근데 모든 팀들이 많은 팀들이 저희를 두려워하는 만큼 그렇게 뭐 좋은 모습은 못 보여드렸던 것 같고 그냥 운이 좋아서 다 이겼던 것 같아요. I don't think we showed a really good performance enough so that everybody's afraid of us. So I think we just got lucky. Okay, why not? I was talking to your ADC earlier and he mentioned something about you not being prepped enough. I also know that your coach couldn't come to the playing stage because of health issues. So can you explain why and how it affected your preparation coming here? 아, 제가 전에 원딜 유클리어 선수랑 얘기를 했는데요. 이제 연습이 잘 안 됐다고 했고, 또 특히 이번에 감독님이 못 오셨어요. 이제 어떤 준비, 그런 모든 것에 대해서 한마디 부탁드려요. 감독님이 못 오시게 된 거는 뭐 굉장히 아쉽지만 그래도 저희 코치님들이 계셔가지고 그나마 나은 것 같고 연습은 그냥 앞으로 잘하면 될 거라고 믿고 있어요.
So yeah, our head coach couldn't come, so we're sad about that. But the other coaches are here, so we're okay. And we're going to prepare better for the next stage. That's really good to hear, I guess. Now for the rest of the competition, you were mentioning that you haven't played at your full potential here. Don't you think it's going to become an issue facing other teams to make such mistakes? 아, 지금까지 담원의 모든 잠재력을 보여주지 못하셨는데요. 이제 다음 라운드 때 약간 그런 게 문제가 될 거라고 생각하시나요? 저희는 지금 저희가 그렇게 잘하고 있진 않은데 그래도 이런 경기력보다는 더 나은 경기력을 보여드리려고 더 열심히 연습할 거고 그렇게 연습해서 다음 스테이지까지는 무조건 뚫을 수 있을 것 같아요. So it's true that we are not able to show you our real performance, but I'm confident that we can prepare well and go through the next stage. All right, well, thank you very much for the interview. We'll see you next week then. Thank you, Hajin, for the translation. And we're going to take a break, and coming back, we will see the fourth game of the day. Ja, ich kann mich noch an das erste Interview erinnern, da hieß es, ja, der erste Platz ist ganz sicher. Und dann so, hey, woran lag das, dass ihr halt so sicher durchgestompt habt? Wir waren gar nicht so dominant, wir waren einfach nur lucky, war da quasi Worte. Sehr interessant, also hier scheint sich von Spieler zu Spieler auch so ein unterschiedlicher Bescheidenheitsgrad entwickelt zu haben. Wir haben auch gerade nochmal rausgehört, der Coach ist halt aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht in der Lage gewesen, an der Playing Stage teilzunehmen, aber hat aber nicht wirklich einen Unterschied gemacht. Nee. Aber ich fand auch gut, dass sie gesagt haben, so ab der Grouping Phase, beziehungsweise jetzt ab der Knockout Stage, wird es dann halt wahrscheinlich ein bisschen cleaner vorangehen. Ich glaube, das Early Game nagt so ein bisschen an ihnen, weil sie jedes einzelne Game da so ein bisschen Probleme hatten. Das glaube ich auch. Gerade Canyon fand ich nicht so dominant, wie ich in Erinnerung hatte aus der LCK, der immer wieder auch gerade um Showmaker oder Noguri, eben je nachdem, wie der Gegner auch prepared, herumgespielt hat. Da fehlte mir so ein bisschen das Timing, der Druck und dann auch die richtige Rotation. Da ist mehr Luft nach oben und ich freue mich aber auf die nächsten Spiele von ihnen. Ja, meine Lieben, apropos nächstes Spiel. Wir werfen nochmal einen Blick auf den heutigen Tagesplan, denn als nächstes erwartet euch Loki gegen Mega, wo die Predictions wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu machen sind. Da geht es bei uns in der Prediction-Tabelle auch so ein bisschen auseinander. Das Ganze dann aber nicht mehr kommentiert von uns beiden, den Kernos und ich. Wir verabschieden uns jetzt. Macht's gut. Dafür kriegt er aber zwei andere richtig geile Säue. Nämlich der gute Bart und Kalle, die hier gleich stehen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Keck wie in den Chat. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Mit Games kannst du in eine Welt voller Abenteuer eintauchen. Aber jedes Abenteuer birgt auch Gefahr. Du klickst auf einen Phishing-Link in einem Gaming-Forum und dir wird dein Passwort geklaut. Du lädst dir das falsche Programm runter und plötzlich ist Malware auf deinem Gerät. Du verlierst ein Multiplayer-Match wegen einer Botnet-Attacke. Oder du benutzt NordVPN und schützt deinen Traffic mit der modernsten Verschlüsselung. Spiel nicht mit deiner Sicherheit. Bleib auf der sicheren Seite. But never again. Back on our grind, you know what it is. We gotta win.